XX Home. Hier ist mein Zuhause. Flirt Otto trifft. Stars, Newcomer und Urgesteine der Branche. Der Expertentalk auf XX Home. Herzlich willkommen bei XX Home. Die heutige Folge Flirt Otto trifft beschäftigt sich mit der Firma Nobilia. Nobilia ist der größte Hersteller von Küchenmöbeln in Deutschland. Jede vierte in Deutschland gekaufte Küche stammt aus dieser Produktionsstätte hier im ostwestfälischen Verl. Das Gesicht hinter der Firma ist Herr Dr. Oliver Streit. Den werde ich jetzt treffen. Bitte kommen Sie mit. Herr Flirt, herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Dr. Streit. Ja. Schön, dass Sie Zeit haben. Für Sie immer. Wie lange gibt es die Firma Nobilia schon? Gegründet wurde Nobilia 1945, in einer Zeit, wo man in Deutschland eigentlich so ziemlich für alles Bedarf hatte. Angefangen hat das Unternehmen seinerzeit mit Nähkästchen und Kleinmöbeln. Ja. Gegründet wurde das Unternehmen von den beiden Brüdern Willi und Johann Stickling. Wir sind ein bisschen stolz darauf, dass die Nachfahren der Unternehmensgründer auch noch heute in der Firma arbeiten, allen voran unser Beiratsvorsitzender Werner Stickling, der, wie wir immer etwas spaßig sagen, als Aktivparat eigentlich jeden Tag noch im Unternehmen ist. Ach, ist Werner Stickling noch jeden Tag da? Absolut, ja, ja. Also die zweite Generation und... Die zweite Generation, genau. Werner Stickling ist einer von zwei Brüdern, einer von zwei Söhnen von Johann Stickling. Und Werner Stickling, wir erwähnen jeden Tag noch im Unternehmen und ist nach wie vor natürlich eine Vaterfigur, wie es sich für Familienunternehmen gehört. Ich glaube, keiner der 2000 Mitarbeiter, der nicht schon mal ein paar Worte mit Werner Stickling gesprochen hat. Ja. Können Sie sich denn überhaupt, Sie persönlich, können Sie sich die einzelnen Namen der Leute, können Sie sich die noch merken? Um Gottes Willen, nee, also Namensgedächtnis ist nicht direkt meine Stärke, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich habe es ja auch ein bisschen einfacher. Also meine Kollegen sind hauptsächlich Marketing- und Vertriebskollegen, das sprechen wir so über 200 Leute. Auch da habe ich es schon schwer genug, aber die Kollegen sind rücksichtsvoll, also sie verzeihen es mir, wenn ich nach Namen fische. Und ganz schlimm ist eigentlich bei den Damen, wenn die heiraten und ihren Namen verändern. Ich bin relativ erbarmungslos und spreche die noch jahrelang mit ihren Mädchennamen an. Aber ich glaube, ich habe da inzwischen so einen leichten Deppenbonus. Also das nimmt mir keiner übel. Hoffe ich zumindest. Gut, wir sind hier in der Ausstellung. Sollten wir jetzt mal uns die Renner und ich weiß ja, dass Sie jedes Jahr den kompletten Ausstellungsbereich hier neu einrichten. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir jetzt mal die wichtigsten Modelle präsentieren würden. Alles klar, da müssen wir ein bisschen laufen zu dem, sage ich mal, Bestseller. Trends in diesem Jahr, muss man sagen, ganz deutlich, schwarz und weiß, black and white ist ein Trend. Ansonsten werden die Küchen, wie man sieht, immer architektonischer, immer konstruktiver, sage ich mal. Also das Verspielte der Vergangenheit ist vorbei. Wir haben ohnehin in Europa, was uns sehr hilft, den Trend, dass die Küchen, es gibt so eine Art paneuropäische Küche. Also vor 10 Jahren gab es eine italienische Küche und es gab eine französische Küche, es gab eine deutsche Küche. Das hat sich sehr angeglichen. Man kann jetzt sagen, das ist der Fluch der Globalisierung. Ich würde eher sagen, dass es wirklich auch einfach einen europäischen Gesamtzeitgeist gibt. Und dieser Zeitgeist, der kondensiert natürlich auch irgendwo in einem europäischen Gesamtgeschmack. Ah ja. Wo wir gerade von den Top-Sellern sprechen, dann kommen wir eigentlich dazu, eigentlich dem nicht eigentlich, zu dem Top-Selling-Produkt von Nobilia, das ist die Front Primo. Die und ihre 14 Schwestern, die sie noch hat, in verschiedenen Farbvarianten, ist auch die bestverkaufste Küche in ganz Deutschland. Ach, das ist sehr interessant. Hat allein einen Marktanteil von 7% in Deutschland, das heißt rund jede 12., jede 13. Küche ist eine Primo. Wenn ich an die Internationalisierung denke, dann sind ja die Küchen fast die einzigen, die in Deutschland weltweit... Die Globalisierung, die denen am besten gut getan hat. Es gibt eigentlich zwei Sachen dabei, die man sagen muss. Das eine ist, dass die Küchenmöbel eigentlich das Produkt ist, das noch am stärksten in Deutschland beheimatet ist. Wohingegen, sage ich mal, viele, gibt natürlich auch noch in Deutschland Polstermöbler und normale Kastenmöbler. Ja. Aber die haben viel mehr den Druck, sage ich mal, von Billiglohnländern gespürt als die Küchenmöbelproduktion. Mhm.
Das schützt sicherlich die Küche ein bisschen die Komplexität. Also ein so kompliziertes Produkt wie die Küche, sage ich mal, in Weißrussland fertigen zu wollen und dann eben hier mit brauchbaren Lieferzeiten und mit erträglichen Fehlerquoten auf den Markt bringen zu wollen, ist meines Erachtens unmöglich. Aus dem Grunde ist gerade die deutsche Küchenmöbelindustrie noch eine wirklich deutsche Industrie, was natürlich bei den meisten Polstermöbeln, die Sie irgendwo im Laden sehen, da kommt ein relativ hoher Anteil gerade irgendwo aus Fernost oder anderen Ländern. Und die Dinge werden alle hier individuell gefertigt? Jede Küche ist ein Unikat. Jede Küche ist ein Unikat. Jede Küche ist ein Unikat. Das verwundert so ein bisschen bei so einer Produktionsleistung von 2000 Küchen. Werden wir gleich sicherlich auch noch in der Fertigung sehen. Wir haben kein Fertigwarenlager. Also ich kann nicht irgendwo in ein Lager gehen und einfach mal eine Küche rausholen, sondern jede Küche wird einzeln für den Auftrag hergestellt. Ja. Das ist natürlich, muss man sagen, eine ziemliche Sisyphusarbeit. Ohne EDV oder ohne Kollegen Computer läuft da gerade mal nichts mehr. Weil wenn ich mal hochrechne, 2000 Küchen am Tag, das sind etwas über 20.000 Schränke, die müssen ja irgendwie wieder zusammengeführt werden. Ja, also dann zeigen Sie uns jetzt mal, wie das im Detail aussieht. Ja, alles klar. Ja, hoffentlich nicht zu viel versprochen. Kommen Sie mal mit. Ich gehe mal gerade vor. So, hier sind wir im Bereich Kreativstudio. Ja. Ja, wie der Name schon sagt, die Kollegen arbeiten hier kreativ. Und zwar sind das 7 Kollegen, Innenarchitekten, die Ausstellungen planen. Also wir haben natürlich als Service für unsere Handelspartner die Möglichkeit, dass wenn Kunde X eine neue Ausstellung hat, große Ausstellung, viele Musterküchen, dass die Kollegen hier für diesen Kunden den Ladenbau entwickeln. Mhm. So, das ist, muss man sagen, eine relativ aufwendige Arbeit, wie man hier sieht, auch natürlich alles computerunterstützt, die dort im Prinzip den Ladenbau, die Laufwege der Kunden und Ähnliches vorgeben. Ja, wunderbar. Machen wir uns wieder auf den Weg. Ja. Gehen Sie bitte vor. Ja, genau. Jetzt kommen wir einmal in die Werkstatt. Das ist eine von 3 Hexenküchen, die wir hier haben. Und die ich Ihnen am unverfänglichsten zeigen kann, wo noch keine neuen Modelle drinstehen. Ah ja. Hier in der Werkstatt wird eigentlich das gemacht, oder Herr Schirmer und seine Kollegen, die müssen eben das ausbaden, was dieser Entscheidungsprozess gerade anders findet. Also da wird eine Küche neu vorgestellt und wir sagen, jo, diese Küche ist jetzt gar nicht grün genug. Und dann hat Herr Schirmer und seine Kollegen, haben die genau einen Tag Zeit, die Küche so grün hinzubekommen, wie wir es eben gerade haben wollen. Das ist, glaube ich, auch keine ganz leichte Aufgabe. So, aber wenn dann alles in allem fertig ist und irgendwann geht der weiße Rauch durch den Schornstein, so ähnlich wie der bei der Papstwahl, dann gibt es eine neue Kollektion. Dann haben wir die Kollektion des nächsten Jahr fertig und der Rest ist dann, hört sich jetzt auch leicht an, ist eigentlich nur noch Abwicklung. Das heißt, die neuen Sachen werden bestellt, unsere Zulieferanten liefern die Fronten. Wir bauen schon die ersten Musterküchen auf, machen die ersten Fotoküchen, weil, wie erwähnt, 1.10. des Jahres muss ja alles wieder fertig sein. Und Design von außen, dass Sie bei Hochschulen, bei Zusammenarbeiten alles, mit... Alles ist möglich. Also es gibt einerseits, sage ich mal, diesen sehr konservativen Weg, ne, dass wir eben unsere Außendienstler und die Leute. Außendienstler im Dialog mit dem Händler uns Ideen bringen. Und es gibt auf der anderen Seite eben den ganz anderen Weg, dass wir wirklich quer über die Welt gucken, wo es irgendwas gibt. Von Theateraufführungen über Hochschulen, über Designausstellungen, da ist alles erlaubt. Und wir haben bei den Kollektionsentwicklungen auch Farbcollagen, Stoffcollagen dabei, wo wir versuchen, uns in irgendwelche Farbwelten zu begeben, wie denn in den nächsten Jahren die Trendfarben sein werden. Und in den letzten Jahren haben wir das immer ganz gut getroffen. Ja, und Sie selbst kommen aus welchem Bereich? Betriebswirtschaftslehre oder aus dem kreativen Bereich? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Nein, ich bin seit 10 Jahren bin ich bei Nubia, vorher in... sag ich mal, also Betriebswirt von der Ausbildung, also Diplomkaufmann, in Köln studiert, habe dann danach, sag ich mal, eine ganze Menge über das Konsumgütergeschäft bei der deutschen Unilever gelernt, war dann mehrere Jahre in Beratungstätigkeiten unterwegs und bin dann auch als Berater irgendwann mal hier bei Nubia gelandet. Und das hat mir, muss man sagen, sehr, sehr gut gefallen. Und ich war sehr, muss man sagen, froh, als dann vom Hause aus die Frage kam, oh, war nicht alles falsch, was Sie da erzählt haben. Könnten uns ja vorstellen, dass Sie auch mal hier bleiben, bla bla bla. Ja, und so hat es mich dann in die Möbelwirtschaft verschlagen. Ja, und eigentlich gebürtig? Gebürtig, kein Ostwestfale, sondern Ruhrgebiet. Ich sage dann immer, man kriegt den Jungen zwar aus dem Ruhrgebiet raus, aber das Ruhrgebiet nicht aus dem Jungen, hört man vielleicht manchmal ein bisschen. Also die Ruhrgebietswiege kann ich nicht ganz verleugnen. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder ein Stückchen weiter. Herr Schirmer, vielen Dank. Ja, alles Gute.
Thema Werkstatt liegt hinter uns und ich gehe wie immer vor. So, wo sind wir denn hier? So, wir laufen jetzt eigentlich durch das Frontenkommissionierlager. Das heißt, hier liegen die einzelnen Frontteile und die werden im Prinzip von den Kollegen eingesammelt, hier auf die einzelnen Verladestationen gebracht und fahren dann in die einzelnen Bearbeitungsstationen, wo eben zum Beispiel hier Schubkästen, das sind Schubkastenblenden, wo daraus dann eben Schubkästen gemacht werden. Ja. Das Ganze sieht, muss man sagen, chaotisch aus, aber es steckt viel System hinter. Logischerweise ohne Frontcomputer geht eben auch hier gerade mal gar nichts. Ja. Und ich muss sagen, ich habe vom ersten Moment an mich hier unheimlich wohl gefühlt. Mhm. Das merkt man, glaube ich, auch, die Freundlichkeit der Leute. Also das ist typisch für so ein familiengebundenes Unternehmen. Ich würde mal sagen, als Berater habe ich sicherlich einige hundert Unternehmen kennengelernt. Es gab vielleicht drei oder vier, die auf einem ähnlichen Niveau freundlich waren, wie Nubia. Sie merken ja, hier super. Sofort, wenn sie hier Leute ihnen entgegenkommen, die sagen alle, guten Tag, guten Morgen. Ich weiß immer noch nicht, wo die Zeitschaltuhr ist, die von guten Morgen auf Mahlzeit umstellt. Das muss irgendwo 11.36 Uhr oder so sein. Aber da passiert es dann. Also wenn man es von außen beobachtet hat, in den letzten 10 Jahren ist es ja wirklich hier bei Nobilia ständig bergauf gegangen. Und ich habe das ja direkt aus allernächster Nähe beobachten können. Also ja, wir haben in 10 Jahren in etwa unseren Umsatz verdoppeln können. Mhm. Und Marktanteil, ich glaube, als wir begonnen haben oder als ich hier begonnen habe, hatte Nobilia so einen Marktanteil von rund 10%. Und wir sind jetzt bei 27% Marktanteil in Deutschland. Das ist unglaublich. Also jede vierte Küche, die in Deutschland verkauft wird, kommt aus Verl. Und die Gesamtphilosophie des Unternehmens, wenn Sie da vielleicht noch mal ein paar Sätze zu sagen. In einfachen Worten muss man sagen, oder das einfachste Schema dafür ist Value for Money. Ja, also wir versuchen für einen möglichst akzeptablen Preis eine möglichst gute Küche dem Markt zur Verfügung zu stellen. Und wie erwähnt, das gelingt uns eigentlich, glaube ich, ganz gut. Das Ganze... Und das sieht man eben auch so ein bisschen hier. Das Ganze funktioniert natürlich nur, gerade in Deutschland, also einem für die Lohnkosten noch sicherlich teurem Land, wenn Sie eben sehr, sehr stark automatisieren. Die Automatisierung hat logischerweise dabei zwei Aspekte. Wir haben auf der einen Seite natürlich den Vorteil, dass wir nur dort Lohnkosten benötigen, wo wir sie auch wirklich brauchen, also sagen wir mal bei dispositiver Arbeit. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Roboter oder der Computer deutlich weniger fehleranfällig als ein Mensch. Ja. Also das heißt, gerade das Thema Küche und dieses Value-for-Money-Produkt, das wir dem Markt zur Verfügung stellen, braucht eine extrem hohe Qualität. Diese hohe Qualität können wir eigentlich an diesem Standort auch aufgrund unserer hohen Automatisation und B, eben aufgrund eines extrem guten, geschulten Mitarbeiterkörpers gut herstellen. Ja. Wir bilden unsere eigenen Leute aus. Wir haben Pi mal Daumen jedes Jahr, ja, da müssen wir jetzt einmal ein bisschen zur Seite marschieren, die würden übrigens auch anhalten, also so weit geht die Arbeitssicherheit dann schon. Wir bilden eigene Leute aus. Ja. Wie viele Lehrlinge haben Sie zurzeit? Wir haben zurzeit knappe 70 Auszubildende in verschiedenen Berufen. Oh, also natürlich der kaufmännische Bereich, dann aber eben auch im handwerklichen Bereich, Thema Schreiner, Tischler. Natürlich auch darüber hinaus noch Mechatroniker, also Maschinenführung, auch ein wichtiger Lehrberuf hier im Hause, so dass wir im Prinzip auf unser eigenes Personal setzen. So, liebe Zuschauer, wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. XX Home, hier ist mein Zuhause. Gleich Flirt Otto trifft. Stars, Newcomer und Urgesteine der Branche.